Dieser grüne Ton, das war vielleicht das Schönste, was ich je gesehen hatte. Und es gab auch eine Reifenschaukel. Und die Äpfel. Glaub mir, Äpfel sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich meine... Pete, könntest du endlich die Fresse halten? Alles klar, kleiner Bruder, wir sehen uns morgen, okay? Marius, du kannst nicht wieder herkommen. Wir schulden ihm 100.000. Wenn du mir mein Geld nicht gibst, werde ich die Hand deines Bruders nehmen und ihm einen Finger abschneiden. Bald sind dann keine Finger mehr übrig. Hey, Pete, wo ist die Farm? Der Trick ist es zu schaffen, dass die Menschen dir ihr Geld geben, weil sie dir vertrauen. Hallo, Grandma. Grandpa. Ich bin's, Pete. Wo hast du die letzten 20 Jahre gesteckt? Bisschen hier, bisschen da. Du hast mich bestohlen. Ich bin kurz davor, einen Haufen Kohle einzusacken. Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Du hast 7 Tage, Marys. Wo willst du 100.000 Dollar herkriegen? Wenn ein Lügner beim Lügen erwischt wird, gesteht er nicht, sondern baut die Lüge auf. Komisch, dass du nicht geflohen bist. Carolina, er ist mein Bruder. Da werden 100.000 Dollar in dem Safe sein. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Wenn du jetzt abhaust, müssen wir unser Leben lang vor Vince und den Bullen weglaufen. Ist das jemand, dem ich vertraue? Du hörst mir jetzt zu. Ich werde dich da rausholen. Verlass mich nie auf mein Glück. Bravo. Was für eine Vorstellung. Ich weiß, du bist wütend. Wütend? Nicht doch. Sehe ich wütend aus? Alle runter auf den Boden! Dann zeig mal, was du drauf hast. Wenn es keine Gerechtigkeit gibt, bleibt nur Rache. Wenn du denkst, du weißt, wer ich wirklich bin, hast du dich getäuscht. Ich bin der Cousin von Bin Laden! Aufgrund eines kleinen technischen Problems müssen wir auf dem Flughafen Valletta auf der Insel Malta landen. In dieser Position, da schläft...